Hallo, ihr fabelhaften Schützegeborenen und Schütze-Aszendenten. Herzlich willkommen zu eurem Monatshoroskop Liebe und Leben im Mai mit eurer Astrologin Antonia Langsdorff. Liebesgöttin Venus meint es gut mit euch. Sie läuft bis zum 19. Mai durch euer Partnerhaus und anschließend geht es dann mit der Sonne weiter, die viele interessante Begegnungen verspricht. Falls ihr in einer Liebesangelegenheit oder ganz generell zu euren Tendenzen mehr erfahren wollt, bin ich natürlich gerne mit einer Beratung für euch da. Ihr erreicht mich über mein Kundentelefon oder meine Homepage und beides verlinke ich unten in der Videobeschreibung und hier auf der Infokarte. In meiner Verlosung gibt es diesen Monat eine Chiron-Beratung zu gewinnen. Chiron ist jetzt ins Zeichen Widder gewechselt und in meiner Chiron-Beratung erfahrt ihr alles darüber, wie dieser für euch sehr positive Aspekt eure Persönlichkeitsentwicklung voranbringt. Einzelheiten zur Verlosung gibt es am Ende des Videos, also bleibt dran. Alles über euren Erlebnishintergrund, der auch jetzt im Mai für euch gültig ist, erfahrt ihr im ersten Teil des Jahreshoroskops oder ihr könnt es im Buch nachschlagen. Da findet ihr auch die Geburtstagskinder, die besonders wichtige Aspekte von den langsam laufenden Planeten empfangen. In diesem Monat haben sich diese Planeten ein Stück weiter bewegt. Anregende Impulse von Uranus empfangen jetzt diesen Monat noch die Geburtstagskinder vom 20. bis 22. Dezember. Wenn ihr zwischen dem 7. und 10. Dezember Geburtstag habt, dann kann euch Neptun romantisch verzaubern, aber auch Illusionen und Heimlichkeiten bringen. Neu ist jetzt der Transit von Chiron durch den Widder. Wenn ihr als Berater, Heiler, Coaches oder Evolutionsagenten unterwegs seid, wird euch dieser Aspekt beflügeln. Mehr darüber erfahrt ihr in meinem zweiteiligen Special und jetzt ist auch der zweite Teil online, Entwicklungschancen mit Chiron im Widder, mit der Bedeutung des Transits für die Schützen. Der Chiron-Transit wirkt zunächst auf die Geburtstagskinder vom 22. bis 24. November. Aber denkt dran, alle Geburtsdaten, die ich hier nenne, beziehen sich nur auf die Schütze Sonne, also auf euer Sternzeichen. Aber auch die anderen Geburtstagskinder und die Schütze-Aszendenten können Planeten und Faktoren im Horoskop haben, die jetzt wichtige langfristige Einflüsse empfangen. Wenn ihr darüber mehr erfahren wollt, können wir das in einer persönlichen Beratung klären oder ihr nehmt an meinem Webinar Antonias Sterne teil. Da können wir einen Blick auf eure Planetenpositionen werfen. Im Mai steht ein neues kosmisches Großereignis an. Uranus wird nämlich das Zeichen wechseln. Die letzten 7 Jahre ist er durch den Widder gelaufen, jetzt beginnt er seine 7-jährige Reise durch den Stier. Und damit geht er aus dem direkten, förderlichen Aspekt zur Schützesonne heraus und zeigt an, dass es jetzt für euch Zeit wird, die neuen Ideen und Anregungen, die ihr in den letzten Jahren empfangen habt, auch umzusetzen. Einige Schützen spüren im Mai auch weiterhin den anregenden Einfluss von Uranus, die habe ich ja weiter vorne genannt. Und der kehrt auch nochmal zurück zwischen November und März 2019. Danach geht Uranus dann endgültig in den Stier. Jetzt wollen wir uns die Konstellationen im Mai der Reihe nach anschauen. Der Monat beginnt mit der Sonne im Stier und sie aktiviert euer 6. Sonnenhaus. Das ist eine gute Gelegenheit für euch, etwas für eure Gesundheit zu tun. Die Venus steht in den Zwillingen in eurem Partnerhaus. Deswegen werdet ihr bestimmt viele Gelegenheiten bekommen, euch mit netten Leuten zu treffen. Das ist eine sehr gesellige Konstellation, die solltet ihr ausnutzen. Für Soloschützen bieten sich gleich in den ersten Tagen des Monats schöne Flirtgelegenheiten. Zwischen dem 7. und dem 9. besteht allerdings Gefahr, dass ihr nicht klar seht und euch in der Liebe etwas vormacht oder dass ihr eine neue Begegnung habt, die aber nur ein Traum bleibt. Der Merkur steht im Widder günstig für euch und das heißt, ihr kommt leicht ins Gespräch und wenn ihr gerne kreativ seid, fallen euch gute Sachen ein, besonders wenn ihr schreibt oder textet. Der Mars steht im Steinbock in eurem Geldhaus. Da müsst ihr um die Monatsmitte herum sehr vorsichtig sein, dass ihr nicht bei spontanen und riskanten Finanzaktionen Verluste macht. Ab dem 12. beginnt nämlich die kritische Phase, wo viele Menschen gereizt und unberechenbar reagieren. Am 14. Mai wechselt der Merkur in den Stier, gefolgt vom Uranus am 15. Mai und am 16. geht dann der Mars in den Wassermann und das ist eine starke kosmische Spannung. Und die kann bei euch die Bereiche Job und Finanzen betreffen. Also egal, was sich da ergibt, wartet erstmal ein paar Tage ab, ehe ihr Entscheidungen trefft.
Am 15. ist ja auch der Neumond im Zeichen Stier und der fällt in euer kosmisches sechstes Haus. Für die Neumond-Meditation bietet es sich an, Überlegungen rund um die Themen Job und Gesundheit anzustellen, je nachdem, wo ihr spürt, dass dann Neues ansteht oder dass ihr euch um etwas kümmern müsst. Ihr könnt also entweder überlegen, wie es beruflich weitergehen soll in den kommenden 4 Wochen oder auch in den kommenden 12 Monaten. Oder ihr denkt darüber nach, welche gesundheitlichen Schritte ihr demnächst unternehmen wollt. In diesem Bereich eures Horoskops wird nämlich Uranus in den kommenden Jahren sehr starke neue Impulse bringen. Und wenn ihr in diese Energie hineinspürt, merkt ihr vielleicht schon, was da in eurem Leben Neues auf euch zukommt. Die gute Nachricht ist, dass diese kosmische Anspannung nicht so unangenehm und dramatisch auf die Schützesonne wirkt. Im Gegenteil, Mars im Wassermann steht sogar günstig für euch und es kann durchaus sein, dass ihr zu denjenigen gehört, die jetzt anderen mit Rat und Tat zur Seite stehen können. Und sicherlich könnt ihr auch so manche Situationen mit eurem Humor entschärfen. Nur was euer Arbeitsumfeld angeht, da seid vorsichtig, dass ihr euch da nicht um Kopf und Kragen redet. Ihr müsst damit rechnen, dass Kollegen oder Mitarbeiter jetzt sehr gestresst und angespannt sind und nicht unbedingt empfänglich für witzige Bemerkungen. Das gilt aber alles nur bis circa zum 18. und 19. Mai. Danach legt sich diese Anspannung erstmal wieder. Trotzdem, wenn ihr in dieser Zeit irgendwas bemerkt, wenn irgendwas vorfallen sollte, was euch zu denken gibt, dann merkt euch das, denn solche Situationen können sich noch bis September einige Male wiederholen. Am 19. Mai geht die Venus ins Zeichen Krebs und zeigt für die nächsten 3,5 Wochen viele liebevolle Momente für Schützen in fester Beziehung an. Sie bildet dann allerdings erstmal einen harten Aspekt zu Chiron. Nun kommen vielleicht alte Wunden in eurer Beziehung zur Sprache, aber die Chance ist sehr gut, dass ihr bis zum Monatsende gemeinsam zu einer Heilung findet. Am 21. Mai frühmorgens um 4.14 Uhr geht die Sonne ins Zeichen Zwillinge dieses Jahr und bringt nun für 4 weitere Wochen viel kosmische Energie in eure partnerschaftlichen Angelegenheiten und fördert neue Begegnungen. Das ist dann für die Schütze Damen besonders günstig, die auf der Suche nach einem Partner sind. Bis Anfang Juni habt ihr nun viele positive kosmische Aspekte, die ihr sowohl beruflich nutzen könnt, als auch für eure persönlichen Beziehungen. Höhepunkt ist die Vollmondkonstellation am 29. Mai auf eurer Beziehungsachse in den Zeichen Schütze und Zwillinge. Der Mond steht bei euch im Schützen und hier im Partnerhaus die Sonne. Und wenn ihr Single seid, kommt ihr leicht ins Gespräch, ihr seid neugierig, offen und sehr originell. Am 30. geht auch der Merkur in die Zwillinge in euer Partnerhaus, da wird viel und fröhlich gequasselt. Wichtig ist nur, dass ihr euer Gegenüber auch mal zu Wort kommen lasst. Wenn ihr in einer festen Beziehung seid, besonders wenn ihr auch ein spirituelles Interesse mit eurem Partner teilt, dann freut euch auf innige Momente mit viel empathischem Verständnis füreinander, in denen ihr eurem Schatz auch eure geheimen Wünsche und Träume offenbaren könnt. Und diese angenehmen Konstellationen halten noch an bis in die erste Juniwoche. Das waren eure Konstellationen im Mai. Wenn ihr mehr über euer persönliches Horoskop wissen wollt, zum Beispiel wie sich eine Liebessituation für euch entwickelt, dann könnt ihr euch gern für eine Beratung an mich wenden. Alle Infos dazu findet ihr auf der Infokarte hier und in der Videobeschreibung. Mein nächstes Webinar, Antonias Sterne, ist am Freitag, den 11. Mai um 17 Uhr. Dabei kann mir jeder eine Frage zum Horoskop stellen. Das könnt ihr zum Beispiel auch nutzen, um zu erfahren, welchen Einfluss von Chiron oder Uranus ihr gerade erlebt. Mein Chiron-Video hat ein Riesenecho ausgelöst. Das ist für ganz viele ein großes Thema, Chiron als inneren Heiler zu entdecken. Deshalb biete ich euch einen neuen zweiteiligen Workshop an mit dem Titel Entwicklungschancen mit Chiron im Widder. Und zwar am Donnerstag, den 17. Mai um 18.30 Uhr und am Freitag, den 18. Mai um 17 Uhr. Und dazu gibt es auch ein Geschenk. Mehr darüber erfahrt ihr im zweiten Teil meines Chiron-Specials. In meiner Verlosung gibt es diesmal eine Chiron-Beratung bei mir zu gewinnen. Darin erfahrt ihr alles darüber, wie ihr mit Chiron zur Heilung und Persönlichkeitsentwicklung finden könnt. Und so nehmt ihr an der Verlosung teil. Postet mir hier einen netten Kommentar und abonniert meinen Kanal. Und ich freue mich auch riesig, wenn ihr meine Videos teilt, sodass sich auch eure Freunde über die Botschaften der Sterne informieren können. Also, einfach hier klicken und abonnieren, dann seid ihr bei der Verlosung dabei.
Schaut euch jetzt auch den zweiten Teil meines Specials über Chiron an, Entwicklungschancen mit Chiron im Widder. Und falls ihr sie noch nicht gesehen habt, empfehle ich euch auch meine Specials über Saturn und Lilith im Steinbock. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.